Und liebe Julis, wir sind uns auch einig mit dem politischen Mitbewerber, dass es einen europäischen Sicherheitsmehrwert geben muss. Dass Vorkommnisse wie in Berlin, der Angriff auf dem Breitscheidplatz, hätten verhindert werden können, wenn es einen Austausch, einen effektiven Datenaustausch zwischen europäischen Sicherheitsbehörden gäbe. Und dann erleben wir, wie die Konservativen in Brüssel die Hand heben für die Vorratsdatenspeicherung und sich dann in Berlin hinstellen und sagen, die Europäische Union oktroyiert uns hier einen Eingriff in die Privatsphäre auf. Wir als Liberale sagen doch, nein, sowohl in Brüssel als auch Berlin ist die Privatsphäre wichtig und sowohl in Berlin als auch in Brüssel muss sie vom Staat genutzt werden. Und deswegen macht es einen massiven Unterschied, für welche politische Richtung man sich engagiert. Deswegen sollten Menschen, die am Sonntag zu Parts of Europe gehen, früher oder später Farbe bekennen. Aber wie macht man das? Wie bekennt man Farbe? Wie macht man aus einem Gefühl, aus einer Stimmung, aus einem Vorschlag, aus einem Motiv, am Sonntag auf die Straße zu gehen, eine Flagge zu hissen, in die Höhe zu halten? Wie macht man aus einer solchen Stimmung eine konkrete politische Forderung? Ich will euch die Antwort sagen. Man wird Mitglied einer politischen Partei oder einer politischen Jugendorganisation. Denn das ist die Aufgabe, das ist die ureigene Aufgabe politischer Parteien und politischer Jugendorganisationen. Aus Stimmungen, aus Vorschlägen, aus Motiven, aus Meinungen ein politisches Programm zu bauen und damit bei Wahlen anzutreten und sich um Mehrheiten zu bewerben. Das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir da, das ist ein verfassungsgemäßer Auftrag, den politische Jugendorganisationen und den Parteien wahrnehmen müssen. Und ich bin dafür, dass wir uns mal sehr genau anschauen, ob die großen Parteien in Deutschland, die auch Mitbewerber sind, bei der Bundestagswahl, bei den Landtagswahlen, die anstehen, diesem Auftrag eigentlich nachkommen. Ich glaube, junge Menschen haben einen Anspruch darauf, dass politische Parteien sich mit neuen Fragen, mit neuen Erkenntnissen auch tatsächlich auseinandersetzen.